Wir sind CoView. Willkommen in der Katzencrew. Wir sind eine Initiative, um auf die politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 und die begleitenden Maßnahmen zu reagieren. Digital und vor Ort. Wir sind als Plattform mindestens so lange aktiv, bis alle Maßnahmen, die Grundrechtseinschränkungen im Kontext der Krise bedeuten, rückabgebaut sind. Bis alle Personen, die aufgrund der Krise in Armutssituationen rutschen, ihre Jobs verlieren oder sonst irgendwie negativ betroffen sind, gesellschaftlich abgesichert sind. Die Krise darf gesellschaftliche Spaltungen und Ungleichheit nicht weiter vergrößern. Menschen, die wie viele von uns in prekären Situationen leben, werden von der Krise um ein Vielfaches härter getroffen. Sie müssen um ihre gesellschaftliche Existenz bangen. Dem wollen wir vernetzt entgegenwirken. Innerhalb von CoView gibt es verschiedene Arbeitsgruppen zu verschiedenen Inhalten, wie zum Beispiel zum Thema Wohnen, zu einer feministischen Perspektive sowie zu Grenz- und Flüchtlingspolitik. Es gibt organisatorische Arbeitsgruppen im Bereich Vernetzung, Medienarbeit oder die Welcome-Arbeitsgruppe, die dafür da ist, dass Leute gut bei CoView mit einsteigen können. Es gibt auch die CoView Watch Group. Aufzeigen, wie Corona-Politiken Machtverhältnisse zuspitzen, Schikanen durch Bullen und repressive Ordnungspolitiken dokumentieren, Möglichkeiten für solidarisches Eingreifen, für Mietstreiks und Arbeitskämpfe aufzeigen, gemeinsam und solidarisch in Zeiten der Krise agieren. Die Krise, die sich mit kapitalistischen Lösungsansätzen der Politik als Antwort auf die Pandemie massiv verschärft, zeigt sich überall. Ausbeutung in der Arbeit und durch immer unleistbare Mieten nehmen zu. Menschen ohne Papiere, Armutsbetroffene und Lohnabhängige werden Gesundheitsrisiken ausgesetzt. Kiverei und andere repressive Institutionen werden aktuell mit noch mehr Macht ausgestattet. Vor allem Menschen, die nicht der weißen bürgerlichen Norm entsprechen, werden kontrolliert, bestraft oder aus dem öffentlichen Raum vertrieben. Der repressive Machtzuwachs und die verschärfte Ausbeutung wird weiter zunehmen, solange wir nicht aktiv werden und auf solidarische Politiken bestehen. Auf Sicherheit für alle, nicht auf Sicherheit einer national gedachten Minderheit. Schickt eure Beobachtungen und Berichte, wir veröffentlichen sie auf unserer Webseite. Ein Kontaktformular mit der Möglichkeit, uns anonym und verschlüsselt zu schreiben, findet ihr auf www.coview.info. Also, organisiert euch bei uns bei coview.info und bei anderen Initiativen. Bleibt und werdet aktiv für ein solidarisches Miteinander. Dafür, dass ein gutes Leben für alle möglich wird. Wir sehen uns bald in den digitalen Gassen und verbleiben mit einem herzlichen Miau.